Ich wette, Sie denken, dass Sie nichts mehr zum Rauswürgen haben. Das stimmt aber nicht. Keine Sorge, das ist nur eine kleine Grippe. Nächste Woche können Sie wieder zur Vorlesung. Danke, Dr. Kausack. Noch was, wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder wenn Sie einfach nur quatschen wollen, nur keine Hemmungen. Rufen Sie mich an, ich bin den ganzen Tag hier, okay? Entschuldigung. Was sind Sie denn für ein Schwein? Was sollte das? Sind Sie in einem Schweinestall aufgewachsen? Sie, hauen Sie ab! Hauen Sie ab! Schwein. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ist die Grippe. Sie ist überall, vor allem auf meinem Gesicht. So ein Junge hat mich angenießt, jetzt bin ich ebenfalls verseucht. Dann sollten Sie sofort Ihre Hände waschen und eine Zinkpastille nehmen, okay? Rufen Sie sofort den Chefarzt an, wir haben endlich die Lösung für alle medizinischen Probleme gefunden. Ich werde krank. Ich hasse es, wie die Pest, krank zu sein. Es ist furchtbar. Ja, ich hasse es auch, krank zu sein. Nein, 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 nein. Ich hasse es. Oh, okay. Und was lieben Sie? Bücher? Ja, ja, ich habe morgen einen Test und muss einen Aufsatz abgeben. Eigentlich wollte ich ein bisschen lernen, aber ist zu voll hier. Tests sind so furchtbar nervig. Und wissen Sie was? Die Hälfte von dem, was Sie hier lernen, brauchen Sie sowieso nie. Es geht um allgemeine Anatomie. Arm, Lunge, Bein, Bein. Hören Sie das. Warten Sie Sekunde. Nein, 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 ich warte keine Sekunde. Leg deine Teenie-Zeitung weg und hör mir zu. Wann wirst du endlich meine Küche fertig streichen? Hey, hey! Ich will sie wieder in der Originalfarbe und zwar sofort. Ganz ruhig, kleiner Indie. Ich gestatte mir eine kleine Pause. Klein? Diese Farbe braucht 5 Stunden, um zu trocknen. Okay. Es ist Folgendes passiert. Also, ich fing an, drauf loszumalen, okay? Ah, gut. Auf einmal merke ich, dass es gar keinen Spaß macht. Ich bin da. Oh, sowas. John ist wieder da und er braucht dringend meine Betreuung. Warte, Mom hat gesagt, ich soll zu Gabe gehen. Schon wieder? Seitdem er da wohnt, warst du jeden Tag bei ihm. Ja, und Gabe ist cool. Ah, Gabe ist ganz sicher nicht. Hey, Gabe, cool. Und was habt ihr so vor, ihr Racker? Wir loggen uns auf die Doppler-Radarseite im Internet ein. Wie war das? Da bewegt sich ein Hurricane auf die Küste von Mexiko zu. Und sie erwarten Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Meilen pro Stunde. Du stehst irgendwie auf Wetter, nicht wahr? Durch El Niño ist die Sache erst wirklich interessant geworden. Komm jetzt, okay. Okay, alles klar. Bis später. Viel Spaß. Das ist ja furchtbar. Wenn John weiterhin mit diesem Jungen rumhängt, dann wird er noch zum Freak. Das darf nicht passieren, nicht unter meiner Aufsicht. Das könnte gefährlich werden. Ich habe da eine Idee. Was? Also pass auf, hör mir zu, hör zu. Okay. Du nimmst John beiseite und dann wirst du mit strenger Stimme zu ihm sagen, John, ich denke, du suchst dir die falschen Freunde aus. Ich habe dazu noch viel mehr zu sagen, aber ehe ich das tue, muss ich Diegos Küche streichen. Was? Streich meine Küche, Linda! Wer immer diesen albernen Namen in das Aufnahmeformular eingetragen hat, soll das in Zukunft lassen. Will McCrank. Der Witz hat einen langen Bart und ist wirklich öde. Das ist tatsächlich mein Name. Oh. Wow. Und dann noch die Grippe. Dann werden wir sie gleich mal dran nehmen. Kommen Sie. Nicht zu fassen. Sitzen hier rum mit ihrer Grippe, ihren Viren und jammern uns voll. Und alle rufen, heil mich, Medizinmann. Mm-hmm.
Wieso macht Kurt so seltsame Geräusche? Das Summen? Ja. Durch die Epidemie gibt es so viele hilflose Menschen, die er rumschubsen kann. Das macht ihn glücklich. Ich warte schon fast eine Stunde. Können Sie mich nicht mal langsam dran nehmen? Ich fürchte nicht. Ihre Füße auf dem Tisch haben Sie wieder auf den letzten Platz gerückt. Oh. Hey, hey. Rate mal, wer dich hier besucht. Du? Richtig. Hey, Kurt, kommen Sie doch mal her. Ist das nicht, Jessys Freundin aus dem Zoo? Sie meinen die, die in der Zoo-Uniform mit Jessie spricht? Nein, ich glaube nicht. Das ist sie. Ist sie nicht fantastisch? Ich habe sie zuerst gesehen. Oh Mist, jetzt werde ich doch als Single sterben. Was treibt dich hierher? Gar nichts, ich wollte nur guten Tag sagen. Gut. Und ich wollte dich wegen einer gewissen Sache um Rat fragen. Das ist jetzt schlecht, denn wie du siehst, ist hier die Grippe ausgebrochen und ich kann jetzt nicht einfach weg. Das so, du gute doch, Nacht. Oder? Ich gehe jetzt nach Hause. Wir sehen uns dann morgen. Sie gehen schon? Es ist 2 Uhr. Oh, tatsächlich. Ich war total verwirrt. Dann arbeiten wir also noch. Sie aber anscheinend nicht mehr. Interessant. Ist er nicht lustig? Ja. Das ist, kann ich jetzt nicht. Können wir auch heute Abend darüber reden? Ja, klar, kein Problem. Okay, gut. Okay, bye. Hi. Hi. Carrie, richtig? Ja. Immer noch im Zoogeschäft, hä? Huh? Mögen Sie Tiere? Ziemlich, ja. Mein Dad hatte eine Zeit lang Hühner. Aber er hat ihnen schlechtes Futter gegeben und als dann die Küken geschlüpft sind, hatten die Riesenköpfe. Die fielen immer um. Das war süß. Das macht mich traurig. Das verstehe ich. Ich muss jetzt gehen. Das verstehe ich. Na, Tiger? Oh, mein Gott! Was treibt ihr Jungs da? Ich brauche mehr Alufolie. Wir machen uns Raumfahrtanzüge. Nein, das wirst du nicht tun. Wieso nicht? Weil, es bringt Gott zum Weinen. Hi, Mom. Hallo. Bye, Mom. Ich gehe rüber zu Gabe. Gut, viel Spaß. Aber um 6 bist du wieder da, alles okay? Klar. Bis gleich. Ciao, Gabe. Oh, ich kam heute nicht eine Sekunde zum Lernen. Und jetzt habe ich noch 20 Minuten Zeit, um es zum Seminar zu schaffen. Ciao, Gabe. Ciao, Gabe. Sind dir denn die Alufolienhosen nicht aufgefallen? Ich habe sie über die Straße laufen sehen, als ich reinfuhr. Weißt du, die Sonne schien auf ihn drauf. Zuerst dachte ich, es wäre ein Jet gelandet. Hör mal, John hängt mit dem Sohn von Hannibal Lecter rum. Ach, John war schon immer mit sehr unterschiedlichen Jungs befreundet. Ja, und das mag ich an ihm. Aus meinem Sohn wird kein Freak, klar? Dazu ist er nicht der Typ. Jessie, ich sag dir das jetzt als Freundin. John ist nicht so cool, wie du denkst. Ich dachte schon immer, er könnte auf die schiefe Bahn geraten. Nun ja, falls das passieren sollte, dann kann ich dir versichern, dass ich ihn immer noch lieben werde. Hey Leute, was gibt's? Nichts, außer dass John ein Freak wird. Oh, darüber mach dir keine Sorgen. Das haben wir auch über Eddie Peters gesagt. Und weißt du, was der heute ist? Was? Sprengmeister. So, ich muss los. Was? Du gehst jetzt? Ja, und zwar schnell. Ja, aber ich wollte doch eigentlich was mit dir besprechen. Oh Mann, wir wollten ja reden. Ja. Oh, entschuldige, Carrie, das habe ich vergessen. Ist schon okay. Entschuldige, danke. Ich muss los. Es ist nur so, dass ich Probleme mit Russell habe. Russell? Ja, vom Zoo. Genau. Natürlich, der Russell aus dem Zoo. Das kriegt ihr schon wieder in den Griff. Komm schon. Russell und du. Na also, ich muss los. Hey Jessie, können wir morgen zusammen essen? Ich werde ein Lunchpaket mitbringen, dann können wir in Ruhe reden. Ja, ja, das ist eine tolle Idee. Ich liebe sie. Ich finde sie so gut, dass ich sie küssen könnte. Ich gehe jetzt. Alles klar, bis morgen. Hey, wie wär's mit Chinesisch? Harry, bitte. Oh, okay. Hallo? Entschuldigung, ich kann das nicht füllen. Ich habe es versucht, aber es geht nicht, weil ich gerade jetzt nicht muss. Lassen Sie es laufen! Ja, jetzt aber schnell. Hey, Jessie, sehen Sie, was es anzeigt? 37. 2.
37,2. Ich muss sofort ins Bett. Sie können nicht nach Hause. Sie sind der Arzt. Das... Was? Das machen Sie jetzt. Ist ganz einfach. Na gut, dann sind Sie die alleinerziehende Mutter, die zur Schule geht. Okay, ich spiele den Doktor. Gut, ja. Machen Sie mir bitte eine Tasse Tee mit Honig? Ja, sehr gern. Danke. Hallo, schaut mal, wer da ist. Ja, wo ist Jessie? Die macht sich gerade eine Tasse Tee. Jessie. Ich habe gestern Abend an Sie gedacht. Im Fernsehen war eine Tiersendung. Da zeigten Sie was über einen Walross. Willi. Ja, genau, das war sein Name. Willi das Walross. Jedenfalls war eine seiner Flossen weg und deswegen konnte er nur im Kreis schwimmen. Wie ein, naja, im Grunde war es auch das Einzige, was er tat. Gehen Sie sich mal die Nase putzen, denn Sie haben da einen Popel drin. Oh mein Gott! Oh, Jessie, hi! Carrie!